Guten Abend, meine Damen und Herren, liebe Gäste hier auf dem Theaterschiff, liebe Gäste auf dem Podium, liebe Corinna Henning, lieber Bernd Ulrich, lieber Jan-Hendrik Schmidt. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Abend hier. Mein Name ist Rebecca Caroline Schmidt. Ich bin die Geschäftsführerin des Forschungsinstituts Gesellschaftlicher Zusammenhalt. Und im Namen unseres Instituts möchte ich Sie alle sehr herzlich begrüßen zum heutigen Abend, zu unserer Podiumsdiskussion. Zusammenhalt ist, eigentlich kommt dann eine Aussage und ein Fragezeichen. Hier machen wir es ein bisschen anders. Wir freuen uns, dass viele von Ihnen gekommen sind, obwohl, das habe ich mir eben angeschaut, auf dem Theaterschiff normalerweise das Programm hier ein bisschen anders gelagert ist. Wir haben uns angeschaut, sehr viel Comedy vor allem, auch Gesang und Tanz, das werden wir Ihnen nicht bieten, aber wir hoffen, dass wir Ihnen eine interessante Diskussion im Rahmen unserer Veranstaltungsreihe Zusammenhalt ist, hier in Hamburg zum Verhältnis gesellschaftlicher Zusammenhalt und Medien bieten können. Kurz zum Hintergrund, warum ein Forschungsinstitut auf dem Theaterschiff? Wir sind ein 2020 gegründetes interdisziplinäres Forschungsinstitut, das an 11 Standorten in Deutschland, ja, wie Sie sich vielleicht schon dachten, die Fragen des gesellschaftlichen Zusammenhalts erforscht, ohne dass wir uns darüber einig wären, was überhaupt dieser Begriff bedeutet und ob gesellschaftlicher Zusammenhalt etwas Erstrebenswertes ist oder was er was dort ganz genau besprochen werden soll. Das ist eine Frage, die an jedem Standort von unseren 11 Instituten mit anderem Blickwinkel, mit anderen Disziplinen als Hintergrund betrachtet wird. Wir hatten unsere ersten beiden Veranstaltungen dieser Reihe in Berlin und Halle und heute erhalten wir hier einen Einblick in unser Teilinstitut Hamburg, Leibniz-Institut für Medienforschung, dem Hans-Bredow-Institut. Und der Leiter des Standorts ist hier mit uns auf dem Podium, Privatdozent Jan-Hendrik Schmidt. Und der wird die Arbeit des Teilinstituts vorstellen. Und wir haben das große Glück, das heute mit den Journalistinnen Corinna Henning und Bernd Ulrich diskutieren zu können. Und wir freuen uns, dass wir danach mit Ihnen ins Gespräch kommen. Und das soll ein bisschen anders sein als sonst. Wir haben nicht vorgesehen, am Rande einer solchen Diskussion am Ende ein, zwei Publikumsfragen zu stellen. Das ist immer so ein zentrales Format, zwei Leute antworten und das war's, sondern wir möchten Sie gerne einladen, mit uns danach ins Gespräch zu kommen und Ihre Fragen nicht hier im Publikum zu stellen, wo dann nur zwei, drei sozusagen an die Reihe kommen, sondern hier mit uns direkt danach im Anschluss bei einem kalten Getränk auf dem Schiff hier ins Gespräch zu kommen. Aber kurz zum Thema, wenn Sie heute mit uns auf der Fachtagung hier des Instituts zum Thema Medienwandel, Zusammenhalt und Gesellschaftswandel gewesen sind oder morgen hingehen, dann haben Sie schon einiges gehört. Andernfalls ist sicher auch Ihnen das Thema gesellschaftlicher Zusammenhalt, medial vermittelt, demokratische Öffentlichkeit schon sehr oft begegnet. Und unser Teilinstitut Hamburg fragt sich, Zusammenhalt ist, Pünktchen, Pünktchen, ja, irgendwas mit Medien als Fragezeichen. Und da wird die Breite des Instituts abgebildet, Mediennutzung, Medienwandel, Medienarchitektur, Mediengestaltung und was das alles mit gesellschaftlichem Zusammenhalt zu tun hat. Das heißt, Fragen werden uns beschäftigen, wie fördern Medien den gesellschaftlichen Zusammenhalt, wenn es denn einen geben soll, oder gefährden sie ihn? Welche Herausforderungen bringt der Medienwandel mit sich? Was bedeuten die sozialen Medien für den gesellschaftlichen Wandel? Und ganz besonders freue ich mich, mit unseren Gästen zu diskutieren, auch was das Verhältnis ja, von Wissen und Wirklichkeit ist, welche Rolle Journalistinnen dabei spielen, wie viele Einschlüsse es gibt oder Ausschlüsse. Ich möchte Ihnen ganz kurz unsere Gäste vorstellen. In der Mitte Corinna Henning ist Journalistin, Redakteurin für Wissenschaft und Bildung beim NDR Info. Sie studierte Journalistik, Germanistik und Geschichte. Und sie ist in ihrer Funktion als Redakteurin Ihnen sicherlich bekannt aus dem Podcast Das Coronavirus Update mit Christian Drosten und Sandra Žižek. Und das möchte ich Ihnen unbedingt sagen, sie wurde 2020 dafür mit dem Grimme Online Award ausgezeichnet und sie erhielt den Holzbrink-Preis für Wissenschaftsjournalismus. Schön, dass Sie heute bei uns sind. Herzlichen Dank. Ja. Hier zu meiner Rechten, Bernd Ulrich ist Journalist mit einem Schwerpunkt, so formuliere ich es mal vorsichtig, auf Klimapolitik.
Ich wusste, aber dazu kommen wir gleich. Er studierte Philosophie, Politikwissenschaft, Soziologie und Literatur, war leitender Redakteur des Tagesspiegels und ist Ihnen sicher in seiner aktuellen Funktion als stellvertretender Chefredakteur der Zeit bekannt. Für seine Arbeit wurde er ausgezeichnet 2015 mit dem Theodor-Wolff-Preis für einen Beitrag namens Die Welt ist verrückt und was tun wir? Und zuletzt 2021 mit dem Deutschen Reporterinnenpreis und noch eher vielleicht bekannt, kommt drauf an, wo Sie mehr lesen, in der Tageszeitung, eines der Themen klassischen Medien oder in den sozialen Medien oder ganz herkömmlich ein Buch. Ganz sichtbar ist auch sein 2021 erschienenes Buch, gemeinsam mit Luise Neubauer, Noch haben wir die Wahl, ein Gespräch über Freiheit, Ökologie und den Konflikt der Generationen. Schön, dass Sie heute bei uns sind, lieber Bernd Ulrich. Und Privatdozent Dr. Jan Schmidt ist Soziologe, erforscht insbesondere die sozialen Medien, ist schon seit 2007 hier am Leibniz-Institut für Medienforschung, seit 2020 Sprecher und Koordinator unseres Teilinstituts Hamburgs und der Leiter des Forschungsprojekts Transfer zum Thema Medien und gesellschaftlicher Zusammenhalt. 2020 habilitierte er sich mit einer Arbeit zum Thema Praktiken und soziale Ordnung des Social Web. Und zuletzt ist 2022 erschienen die Monographie Zwischen Partizipationsversprechen und Algorithmenmacht, wie soziale Medien politisches Handeln prägen. Herzlich willkommen, lieber Jan. Dankeschön. Noch ganz kurz zum Ablauf. Wir werden jetzt mit einem kleinen Impuls, damit Sie die Forschung unseres Standorts kennenlernen, von Jan Hendrik Schmidt beginnen, dann hier auf dem Podium diskutieren. Am Ende werde ich Sie hier auf dem Podium um eine kleine Abschlussrunde mit einem Ausblick bitten. Dann können Sie sprechen, ohne dass ich widersprechen kann, anders als jetzt hier zu Beginn. Und dann werden wir mit Ihnen ins Gespräch kommen. Und eines möchte ich noch darauf hinweisen, die Veranstaltung wird aufgezeichnet und ist im Nachgang auf YouTube erhältlich und wir machen einen gesonderten Podcast dazu. Nicht umsonst reden wir hier von sozialen Medien. Aber zunächst der Einblick in die Hamburger Forschung, lieber Jan Hendrik Schmidt. Ja, vielen Dank, Rebecca, für die Vorstellung und dann auch jetzt schon mal für die Moderation unseres Gesprächs gleich. Moin, moin, meine Damen und Herren, ich gucke hier einmal, das ist ein bisschen eine komische Situation. Es tut mir leid, dass ich Ihnen den Rücken zuwenden muss jetzt, aber nachher komme ich dann runter und dann können wir uns mischen. Ich habe die große Freude, auch im Namen des Teilinstituts Hamburg Sie und euch alle hier auf dem Theaterschiff begrüßen zu können. Wir freuen uns sehr, dass wir als dritter Standort von den Elfen jetzt mal in den Genuss kommen, diese schöne Reihe hier bei uns durchzuführen. Du hast im Prinzip schon relativ viel über uns als Institut gesagt und ich will auch der Diskussion gar nicht jetzt im Wege stehen. Wir bringen als Hans-Bredow-Institut, als Leibniz-Institut für Medienforschung in das FGZ die Perspektive der Medien, der Kommunikation, der Öffentlichkeit und ihres Wandels ein. Das heißt, wir haben verschiedene Forschungsprojekte. Ihr könnt mich hören, ne? Ja, gut, super. Dann, guck mal, dann stehe ich auch hier ein bisschen anders. Wir haben verschiedene Forschungsprojekte bei uns, die wir in das FGZ einbringen. Wir haben ein Forschungsprojekt, was sich mit dem Wandel der Mediennutzung beschäftigt. Wie nutzen Menschen die Medien und wie sind vielleicht Menschen, die sich unterschiedliche Medienrepertoires zusammenstellen, wie denken die möglicherweise auch unterschiedlich über den gesellschaftlichen Zusammenhalt, welche Vorstellungen haben die von gutem Zusammenleben, das ist ein Projekt. Ein zweites Projekt, das wird heute vielleicht auch immer mal wieder angesprochen, beschäftigt sich mit dem Verhältnis zwischen Journalismus und Publikum. Welches Selbstbild haben Journalistinnen und Journalisten eigentlich von ihrer Aufgabe? Sehen sie es als ihre Aufgabe an, zum Zusammenhalt beizutragen oder nicht? Und was denkt das Publikum, was denkt die Bevölkerung? Erwartet die Bevölkerung in Deutschland von Journalistinnen und Journalisten, dass sie doch gefälligst zum Zusammenhalt beitragen sollten oder auch nicht? Das ist ein zweites Forschungsprojekt, was die Kollegin Wiebke-Losen auch hier im Publikum leitet. Alle Fachfragen dann nachher bitte an Sie richten. Ein drittes Projekt beschäftigt sich mit der Rolle von öffentlich-rechtlichen Medienangeboten in den Neufassungen des Rundfunkauftrags oder des Auftrags für öffentlich-rechtliche Angebote in Deutschland steht explizit drin, sie haben zum gesellschaftlichen Zusammenhalt beizutragen. Wir fragen uns, wie das umgesetzt wird, was die Menschen, die für öffentlich-rechtliche Medienhäuser, wie zum Beispiel Corinna Hennig, arbeiten, wie sie selber das in ihrer Arbeit umzusetzen gedenken, aber auch welche rechtlichen Vorgaben oder auch Schranken es dafür gibt, dass öffentlich-rechtliche Medienangebote tatsächlich nun
uns irgendwie zum Zusammenhalt zwingen sollten, um es mal ein bisschen überspitzt zu sagen. Das ist also ein drittes Projekt. Wir haben dann ein großes Vorhaben, was wir als Infrastruktur in das FGZ einbringen. Das ist das Social Media Observatory. Auch hier sind Kollegen vor Ort. Dort versuchen wir, die Debatten, die in sozialen Medien geführt werden, zu erschließen. Das heißt, wir bauen letztlich Infrastrukturen, Datenbanken auf, um kontinuierlich beobachten zu können, was öffentliche Sprecherinnen und Sprecher, also Medienangebote, Politikerinnen und Politiker, zivilgesellschaftliche Organisationen in den sozialen Medien kommunizieren und wie dort zusammenhaltsrelevante Themen verarbeitet werden. Und das als Infrastrukturleistung, diese Daten und dieses Know-how geben wir auch anderen Projekten an anderen Stellen im FGZ zur Verfügung. Ja, das ist so das Spektrum an Projekten, die wir so in der ersten Förderphase durchführen. Die läuft noch bis 2024, also bis Mai nächsten Jahres. Wir hoffen, toi toi toi, dass wir danach weiterforschen können im FGZ. Der Antrag liegt im Moment beim Bundesministerium für Bildung und Forschung zur Begutachtung. Wir sind aber ganz zuversichtlich. Und so als kleiner Ausblick, wir würden dann in der zweiten Phase uns in Hamburg vor allem mit dem Wandel der gesellschaftlichen Verständigungsordnung auseinandersetzen. Aber was das ist, das erzähle ich Ihnen nachher beim Bier, das mache ich jetzt nicht mehr. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Ich freue mich, dass das mit dem Mikro jetzt geht und setze mich da jetzt hin und bin gespannt. Danke. Ja, vielen Dank für den Einstieg. Dann muss ich gleich mit zwei forschungsbezogenen Fragen ganz konkret aus deiner Arbeit nochmal nachhaken, aus deiner Habil und auch der Monographie. Mhm. Also wenn du über die kommunikative Architektur der Massenmedien sprichst und dann erläuterst, dass es unterschiedliche Prinzipien gibt, wie sie funktionieren und wie das, ist das ein Begriff von dir, Web 2.0 funktioniert und dann wiederum bei den sozialen Medien nicht nur die Funktionsweise erläutert, sondern dann insbesondere das Partizipationsparadox benennst. Das habe ich aus deinen Arbeiten mitgenommen. Erläutere das doch nochmal als ein bisschen vertiefteren Einstieg, bevor wir hier in die Diskussion gehen. Ich habe jetzt so ist nicht gemeint, ich habe gerade Déjà-vu, ich habe gestern am Freitag eine mündliche Bachelorprüfung abgehalten und da war meine Einstiegsfrage auch genau so. Erläutern Sie doch mal bitte jetzt die Grundzüge. So, aber gut, das war jetzt also nur so. Willkommen zur Bachelorarbeit des FGZ genau. Hamburg. Nein, gerne. Also Partizipationsparadox soll ausdrücken, dass die sozialen Medien ein Versprechen mit sich bringen, nämlich wir können mitmachen. Also wenn man sich so anschaut, was auf den Startseiten von YouTube oder Facebook steht, dann taucht da immer auf, mit uns kannst du deine Stimme erheben und sozusagen der Welt mitteilen, was du möchtest. Du kannst das Wissen, was du hast, mit anderen teilen, du kannst dich vernetzen, also immer dieser Gedanke und dieses Versprechen in den sozialen Medien, dass man mitmachen kann, dass man selber zu öffentlicher Kommunikation beitragen kann, also das Partizipationsversprechen. Und zugleich sind aber die dominanten Angebote, die dominanten Plattformen, vielleicht mit Ausnahme der Wikipedia und jetzt neuerdings Mastodon, sind aber alles kommerzielle Unternehmungen, werden von Unternehmen, von Konzernen betrieben und mit Gewinnabsicht sozusagen betrieben. Das heißt, es sind Kommunikationsumgebungen, die letztlich, wenn man es zuspitzen will, im Prinzip uns Nutzerinnen und Nutzer als Mittel zum Zweck sehen. Dass wir partizipieren, ist gewollt, weil dadurch sozusagen die Daten gesammelt werden können, die dann wiederum benutzt werden, um uns zielgruppenspezifische Werbung einzublenden. Das ist so die Grundlage des Geschäftsmodells, jetzt sehr verkürzt. Und daran können wir nichts drehen. Also an der Stelle verweigern sich auch die Plattformen der Mitsprache. Wir sind eben nicht Bürger von YouTube oder Bürgerin von Facebook, sondern wir sind Nutzer, Nutzerinnen, zynisch vielleicht auch Kunde. Manche sagen, wir sind das Produkt, weil wir sozusagen zur Ware gemacht werden. Das heißt, an der Stelle sind die Plattformen, die uns versprechen, dass wir mitmachen können, eben Plattformen, die sich diesem Mitmachen auf einer sehr grundlegenden Ebene verweigern. Das ist das Partizipationsparadox. Einerseits mitmachen, andererseits auch wieder nicht. Vielen Dank für den Einstieg, Corinna Henning. Jetzt zum Mitmachen von der Seite der Journalistin, wenn Sie den Übergang erlauben. Die Rolle der Medien ganz grundsätzlich, die Forschung hat Jan beschrieben. Jetzt die erste Frage bitte an Sie, ebenso grundsätzlich wie bei der Bachelorarbeit. Ja. Sie als Journalistin in Ihre Rolle, gleich wollen wir natürlich ein bisschen auf Ihre persönlichen Erfahrungen, genauso bei Bernd Ulrich in den verschiedenen Medien eingehen und natürlich auch auf Ihren Podcast insbesondere. Aber zunächst mal die ganz grundsätzliche Rolle, die Teilhabe an der Bildung der demokratischen Öffentlichkeitsarbeit. Da gibt es ja verschiedene Punkte, die wir besprechen können, das würde ich auch gerne, aber
nehmen Sie doch mal einen allgemeinen Einstieg auf. Wo sehen Sie Ihre Rolle in dieser partizipationsparadoxen Situation? Naja, also natürlich hat Partizipation für... Wir haben es alle nicht drauf. Genau. Heute haben Sie hier vor bei allem mir besonders peinlich, weil ich bei den elektronischen Medien bin. Natürlich hat die Bedeutung von Partizipation auch für uns, auch bei den Rundfunkanstalten, an Bedeutung gewonnen, weil wir viel mehr interaktiv unterwegs sind und nicht einfach nur in die Welt hinaus senden und dann ab und zu kommt mal ein Brief, sondern schon Mail ist ja einfacher, aber zusätzlich eben in den sozialen Medien auch in verschiedenem Maße aktiv sind und so weiter. Deswegen spielt das natürlich schon eine große Rolle. Ein paar Erfahrungen mit den Mechanismen haben wir auch machen dürfen, zum Beispiel auf YouTube, wo das dann tatsächlich auch von Nutzern wiederum ein bisschen paradox genutzt wird, nämlich Interaktion generieren, weil in 3 Klicks landen die auf meiner Website und ich kann ein Produkt verkaufen und je polemischer ich Interaktion provoziere, umso mehr Klicks generiere ich natürlich. Die Erfahrung haben wir auch gemacht, aber ich glaube tatsächlich, dass das deswegen ein wichtiges Feld ist, aber keins, was so eindimensional zu verstehen ist. Ist schön, jetzt können alle teilhaben. So einfach funktioniert es eben nicht, wie man schon aus der Forschung sehen kann, sondern es ist sehr komplex und wir müssen uns dann auch als Journalisten sehr genau überlegen, was tun wir wo tatsächlich und wo findet vielleicht eine andere Form von Journalismus statt, zum Beispiel dann auch in den sozialen Medien, als wir sie herkömmlich bisher gemacht haben. Ja, vielen Dank. Und eine Frage, die ja auch in Hamburg untersucht wird, hier bei den Kollegen, ist die eben der öffentlich-rechtlichen Medien, der in Medienstudien, ich langweile Sie jetzt nicht mit den Zitaten, aber haben Sie Vertrauen? Kann ich Ihnen sagen, dass das Medienvertrauen, oder vielleicht können es die Wissenschaftlerinnen aus Hamburg bestätigen, in die öffentlich-rechtlichen Medien immer noch deutlich höher ist als in andere. Ich habe irgendwas von 62% in Erinnerung, Vertrauen in die öffentlich-rechtlichen Medienanstalten. Eine solche vertreten Sie. Denken Sie, nehmen Sie da wahr, dass Sie eine besondere Rolle und eine besondere Aufgabe haben, wie die Hamburger Kolleginnen Sie Ihnen zuschreiben? Naja, er wächst ja nicht ganz zu Unrecht auch eine spezielle Art von Anspruch, wenn nun mal alle Beitragszahler sind. Das ist ja auch, liegt in der Natur der Sache, das ist auch gar nicht so verkehrt. Bei Partizipation, also gerade in sozialen Medien, ist das deshalb so ein bisschen heikel, weil es durchaus natürlich, wir haben alle viele Erfahrungen sammeln dürfen mit dieser Interaktion, es durchaus manchmal Sinn macht, Kommentare zu beschränken, zu moderieren, weil Dinge ausufern und dann natürlich bei den Öffentlich-Rechtlichen sehr schnell der Verdacht geäußert wird, ihr wollt hier Diskussionen abwürgen und uns mundtot machen. Es muss nur auch beherrschbar sein. Man kann nicht einfach Dinge laufen lassen und dann findet irgendwo unter einem Beitrag, den wir im Netz geteilt haben, findet plötzlich Hass und Hetze statt. Das kann man nicht einfach so lassen. Aber das ist ein besonders heikles Feld natürlich, was aus der Institution heraus entsteht, weil es was anderes ist, als wenn ich eine Zeitung abonniert habe und selber entschieden habe, ich bezahle dafür. Das ist irgendwie nachvollziehbar, aber es ist sehr komplex tatsächlich. Vielen Dank. Ich will da auch gleich nochmal nachspüren, aber zunächst möchte ich Ihnen, lieber Bernd Ulrich, mal die Gelegenheit geben, mir fundamental zu Beginn zu widersprechen. Aber ich habe mir zum Eingang eine Frage für Sie, wo ich Sie zitiere. Da ist das Risiko nicht so hoch. Und zwar... Ich widerspreche mir selber auch. Ja, genau, ohne zu müssen die Gefahr eingehen und genau sich selber zu widersprechen. Also aus dem Buch von Bernd Ulrich und Frau Neubauer, Seite 44. Meine Auffassung über die Funktion der Medien hat sich grundlegend geändert. Unsere Aufgabe als Journalistin ist immer noch zwischen Menschen und politischen Polen zu vermitteln und auf diese Weise dazu beizutragen, die Gesellschaft zusammenzuhalten, also was wir hier machen, mit dem gesellschaftlichen Zusammenhalt zu befördern. Aber Sie sagen, zu wenig vermitteln wir zwischen den Menschen und den realen materiellen Problemen. Erklären Sie mir doch mal, was genau sich an Ihrer Auffassung, Ihrer Rolle, also Ihrer Auffassung zur Rolle des Journalismus geändert hat. Ja, vielleicht, bevor wir also über die Medien, wir sind ja Medien, heißt ja, wir vermitteln zwischen irgendwas. Und das, was zu vermitteln ist, hat sich geändert. Wir sind jetzt in einer Gesellschaft nicht mehr wie vor 20 Jahren oder vor 15 Jahren, die einigermaßen gut läuft. So, sondern wir sind in vielfältigen, tiefen Krisen. Wir verlieren diese Normalität, die wir glaubten, gewohnt zu sein. Oder wir gewinnen neue Ungewissheit dazu. Es kann aber was Positives sein. Und die Gesellschaft und auch die Medien haben große Schwierigkeiten, kämpfen damit, diese neue Wirklichkeit wahrzunehmen und zu verarbeiten und so. Und
die Aufgabe wäre, dass man versucht, von diesen neuen, kritisch gewordenen Wirklichkeiten möglichst viel zu vermitteln und Menschen damit darüber ins Gespräch zu bringen, damit diese Gesellschaft nicht verrückt wird. Weil wenn wir uns über alles Mögliche unterhalten ständig zwar, aber die großen Themen, die uns eigentlich unterschwellig beschäftigen, werden sozusagen verdrängt. Man kann auch sehr gut verdrängen, während man spricht. Es sind ja viele Ehepaare hier auch. Also so. Das machen wir in unserer Gesellschaft auch. Und das ist das zu durchbrechen, sozusagen. Also wir stellen uns immer vor, dass Dinge verdrängt werden, indem wir sie beschweigen. Das war mit dem Nationalsozialismus eine Zeit lang so und so. Und das ist auch die Psychoanalyse sagt uns das. Und das ist aber jetzt nicht der Fall, weil wir reden über die Probleme. Und ich will nur ein Muster mal sagen, wie ich mir das erkläre oder wie wir das machen. Und das ist große Bögen, die wir gewohnt waren zu denken und zu erzählen, brechen auseinander. Und wir reden nicht über dieses Zusammenbrechen, Auseinanderbrechen dieser Bögen, sondern wir gucken die kleinen Teile an und dann sagen, boah, Wärmepumpe. Können wir mal auf die Schrauben zoomen und auf wie laut ist das eigentlich genau und so weiter. Und das, oder Niger. Mein Gott, da ist ja ein Putsch in Niger. Und in Wirklichkeit ist innerhalb von wenigen Wochen in Nordafrika La France Afrique auseinandergebrochen. Damit der gesamte Einfluss Europas auf diese Region weitgehend kollabiert. Während parallel die BRICS-Staaten die Anzahl der Mitglieder verdoppeln und so weiter. Und das wird dann nicht so gerne. So, da habe ich noch gar nicht über die Klimasache gesprochen. Haben wir auch noch Gelegenheit. Die existenzielle Krise im Mensch-Natur-Verhältnis nenne ich das immer. Weswegen ich auch nicht speziell mich mit Klima beschäftige, sondern ich versuche einfach, möglichst mitten in diesem Jahrhundert zu sein. Und da, wie man machen kann, machen, wie man will, wenn man realistisch unterwegs sein möchte, dann begegnet man dieser Krise zum Beispiel immer mehr. Und das, was ich auch gerne mit dir diskutieren würde, ein großes Problem ist, dass in diesem Verdrängen, in diesem sprechenden Verdrängen, dass sehr viele Menschen umso weniger wissen wollen, je mehr sie ahnen. Weil sie spüren, dass die Probleme, die sie ahnen, möglicherweise nicht lösbar sind. Und so wie die Politik momentan die Gesellschaft aufgebaut ist, sind sie auch schwer zu lösen, da kann ich gerne noch was zu sagen. Und auch die Grenzen sozusagen unserer Möglichkeiten oder wie wir es versuchen sozusagen, in einen 90-Grad-Winkel zu kommen zu dem Mainstream, der sich immer wieder bildet, mit diesem resultatlosen, mit diesem Veränderung nicht herbeiführenden Reden, sondern mit dem Veränderung einlullenden Reden. Ja, vielen Dank. Das gibt mir die Gelegenheit, gleich nochmal nachzufragen, auch an euch beide. Was heißt denn das konkret für die Rolle des Wissenschaftlers, der Journalistin, des Bürgers, der sich informiert? Sie wissen, worauf ich hinaus will. Die große Frage, wie neutral ist eine Berichterstattung? Corinna Henning hat im Vorgespräch gesagt, darüber kann sie sich gleich 2 Stunden sehr engagiertest unterhalten. Insofern lasse ich mir das natürlich jetzt nicht nehmen. Also wie, nur kurz zum Hintergrund, die Diskussion ist ja die folgende. Die einen sagen, es muss möglichst neutrale Berichterstattung geben, wo sich jeder seine eigene Meinung bildet. Die anderen sagen, es muss ein bisschen teilnehmender, würde ich es beschreiben, aktivistisch nennen das andere, man muss ja mit den Begrifflichkeiten aufpassen, die schon eine Wertung enthalten. Aber es geht ja jedenfalls darum, dass die Journalisten als dritte Gewalt im Staat, sozusagen die demokratische Öffentlichkeit, nur dann wirklich unterstützen können, wenn sie ihre Rolle in der richtigen Weise ausfüllen. Und nach meiner Wahrnehmung gibt es eine große Diskussion. Sie sagen, was überhaupt die Wirklichkeit im Moment ist, aber eben auch, was die Rolle ist. Welche dieser Rollen, die ich jetzt unterschiedlich beschrieben habe, die richtige wäre? Welche? Naja, gibt Ihnen die Gelegenheit zum engagierten Einstieg? Naja, der Begriff neutral ist ja schon mal so ein... In der Tat, deswegen habe ich versucht, ein bisschen... Objektiv ist ja auch der andere, der dann immer gerne benutzt wird. Auch dazu gibt es ja Forschung sehr viel. Tatsächlich die Frage, was soll das überhaupt heißen? Und ich bin
könnte sofort direkt darauf sagen, ich halte es einfach für eine komplette Illusion, weil Journalisten sind auch Menschen, sie sind auch Medienkonsumentinnen. Das ist irgendwie, wie soll man denn da ein weißes Blatt Papier sein? Weil schon die Wahl eines Themas, gerade wenn es zum Beispiel ein kleinteiliges Thema ist, macht ja etwas mit dem Gesamtgegenstand. Oder auch die Nichtwahl, dass ich sage, das hier diskutiere ich jetzt mal nicht, vielleicht auch noch nicht, weil ich noch nicht genug recherchiert habe. Die Neigung, glaube ich, nur bei den Medien ist oft, irgendwer setzt ein Thema, irgendein Medium, und die anderen rennen alle hinterher, weil das müssen wir auch machen. Und gar nicht sich mehr so oft die Frage stellen, was genau daran wollen wir, was haben wir denn beizutragen? Und deshalb glaube ich, das hat auch viel mit Haltung tatsächlich zu tun, also dieses Teilnehmen, dass ich nicht einfach nur eben zum Beispiel kleinteilig sagen sollte als Journalist, naja, ich informiere nur. Das ist auch so eine Illusion irgendwie zu meinen. Wir müssen nur informieren, wir dürfen auf keinen Fall aktivistisch sein, was ja auch ein bisschen so ein Kampfbegriff, also so schimpfwortartig geworden ist. Man ist nicht unbedingt aktivistisch, wenn man eine Haltung zu seinem Gegenstand hat und sich zum Beispiel auch überlegt, was passiert denn, wenn ich auf diese Art und Weise berichte? Es gibt da keinen unschuldigen Journalismus im Sinne von, nö, wieso, ich stelle doch hier nur die Fakten da, weil ich wähle sie aus, das macht was mit dem Gegenstand. Und ich kann auch, gerade wenn es um krisenhafte Situationen geht, da gibt es zum Beispiel auch wirklich ganz schöne Forschung zu aus der Psychologie, auch aus der Linguistik, kann ich sagen, ich versuche ein bisschen zu antizipieren, für wen spreche ich und wo lauern Missverständnisse, wo muss ich vielleicht versuchen mit ein bisschen Empathie, also nicht im Sinne von Mitgefühl, sondern von hineinversetzen in die Menschen, für die ich spreche, zu versuchen, ein bisschen mehr zu erfassen, was kommt denn dabei raus mit dem, was ich berichte tatsächlich. Also das ist so ein bisschen das, was ich mit Haltung meine, hat ganz verschiedene Dimensionen tatsächlich, also dass man sich wirklich nicht irgendwie zurücklehnt und sagt, ich schmeiß hier einfach so ein paar Fakten oder vermeintliche Fakten ins Volk und vor allen Dingen habe keine neue Geschichte zu erzählen, sondern bestätige ständig irgendwelche Erwartungen und bete das nach, was andere Kollegen machen. So. Ja. Er seufzt. Nee, ich habe nur... Tiefes Atmen. Genau, tiefes Atmen. Meine Yoga-Lehrerin sagt immer, ich soll atmen, bevor genau. ich aufrege. Genau. Wollt ihr das gleich ausleben oder soll ich Ihnen eine Vorgabe zum Abarbeiten geben? Ich will mich gar nicht abarbeiten, sondern will den Akzent ein bisschen anders setzen. Vielleicht. Und zwar ist ja die Frage, was ist sozusagen der herrschende Aktivismus in den Medien? Und da würde ich sagen, der herrschende Aktivismus ist mit den Bedürfnissen der Politik und vielleicht auch mit den Bedürfnissen der Mehrheitsgesellschaft, das weiß ich nicht, einen Normalismus vorzuspiegeln, der eigentlich nicht mehr haltbar ist. Ich will ein Beispiel sagen, wir haben jetzt September, Ende September, und wir hatten den schlimmsten Klimakrisensommer aller Zeiten. Alle Medien waren voll davon. Ich habe Postkarten bekommen, also SMS, heute kriegt man ja heute aus Griechenland. Uns geht es gut, die Brücken sind abgerissen, im Garten liegen Autos. Ich weiß nicht, wann wir zurückkommen, macht euch keine Sorgen. Das ist so eine Postkarte des Jahres 2023. Und das ist nur ein ganz klitzekleiner Ausschnitt, aber das war dieser Sommer. Also die schärfste Klimakrisensommer der Geschichte. Und zwar nicht nur objektiv irgendwo, sondern gefühlt, es waren die Nachrichten, es waren Erlebnisse und so weiter. Und jetzt die Frage, durch welchen Aktivismus in den Medien kommt es eigentlich zustande, dass aus diesen doch beunruhigenden und schmerzvollen, bewegenden Tatsachen kein politischer Druck auf die Bundesregierung zum Beispiel entsteht, ein Sofortprogramm aufzulegen oder whatever. Es war aber das Interesse der Bundesregierung, weil sie sozusagen Heizungsgesetz traumatisiert war. Die haben sie beschlossen, dass sie überhaupt gar keine ökologischen Versuche mehr machen wollen, diese Legislaturperiode, heimlich oder halb ausgesprochen. Und deswegen hatten sie kein Interesse daran. Jetzt fragt sich, wie kann das sein, dass das Interesse einer Bundesregierung durch Medien befolgt wird und nicht konterkariert. Da sage ich, es gibt offenbar die herrschende Ideologie in Deutschland ist, der Normalismus, also dass man gemeinschaftlich so tut, als wäre es noch ungefähr alles so normal oder wir machen hier nichts und dann machen wir noch ein bisschen das und dann ist es wieder normal. Das wird ja jetzt seit vielen Jahren versprochen und der Bundeskanzler steht ja dafür, dass er alles im Griff hat und so weiter. Und ich versuche halt, diesen Aktivismus für den Normalismus nicht mitzumachen und das sieht dann manchmal so aus, aber ich würde immer sagen,
manchmal ist der ja nicht ganz gescheit, der nicht schreit. Sozusagen. Also wenn was Schlimmes passiert und man schreit nicht, dann muss man sagen, was ist mit dem los? Und sieht dann manchmal anders aus, wenn man sich widersetzt im Normalismus. Aber ich finde, und da vielleicht, weiß ich, wahrscheinlich sind wir da auch ganz nah beieinander, es geht mir da nicht um meine Haltung, sondern um den interessanten Journalismus. Weil der normalistische Ansatz ist einfach durch seine teilweise Wirklichkeitsverweigerung, durch seine Redundanz ist er auch wirklich sehr langweilig. Und dann, ich höre dann auch auf, aber das Phänomen, in dem wir leben, ist wirklich auch interessant. Wir leben in den charismatischsten Zeiten, die wir alle erlebt haben, also vielleicht sind noch ganz alte hier dann, aber mit der uncharismatischsten Politikerklasse aller Zeiten. Und da kann ich mir sagen, wenn man nur auf die Politiker guckt, dann wird es echt langweilig und schräg. Also man muss die heute viel mehr auf dem Hintergrund Drama angucken. Und dadurch wird der Journalismus interessanter, würde ich sagen. Insofern bin ich kein Aktivist, ich wehre mich auch gar nicht. Ich sage auch nicht, ich mache Haltung, andere machen keine Haltung. Ich sage, ich versuche interessanten Journalismus zu machen und das bedeutet, dass man den Normalismus nicht mitmurmelt. Vielen Dank. Das heißt also, ich würde jetzt kurz zusammenfassen. Gleich ein Bier. Genau. Corinna Hennig und Bernd Ulrich sagen, wir machen nicht aktivistischen Journalismus, sondern was wir machen ist, sie würden sagen, wir weisen auf die Wirklichkeit hin. Und sie würden sagen, ich muss mit einer Haltung und empathischen Form anders reingehen, was ich vermittle. Was sagt der nüchterne Wissenschaftler, wenn er sich das anhört? Das fies, mich darauf hinzuweisen, dass wir hier Wasser trinken müssen, während alle anderen hier schon bei den alkoholischen Getränken sind. Das ist eigentlich auch, muss ich sagen, eine Frechheit, wieso davon auf dem Podium kein Bier trinken und im Publikum. Aber gut, das ging früher ja auch in den Talkshows. Ja, eben. Das stimmt. Genau. Eben, ja, Wein und Zigaretten, genau. Aber gut. Ja, ich fand, also vielen Dank für die, ich habe jetzt extrem gebannt zugehört, weil ich das so in der Form auch noch nicht ausgedrückt gehört habe. Ich habe zwischendurch mal kurz überlegt, ob wir Wissenschaftlerinnen und die JournalistInnen nicht im gleichen Boot sind, weil wir wissen, auch wir WissenschaftlerInnen haben so immer dieses, oh, wir müssen ja objektiv sein, wir sind nur der Wahrheit verpflichtet und Wertneutralitätsgebot und so weiter. Wir sind heute wirklich im gleichen Boot. Wir sind heute wirklich im gleichen Boot. Ja, und wir, Boot im nüchtern. Jetzt habe ich es auch verstanden. Genau. Nein, und auch wir, also auch wir WissenschaftlerInnen haben, glaube ich, genauso wie JournalistInnen, wir haben die Verpflichtung, als Bürger einer Demokratie dafür zu sorgen, dass wir weiterhin in einer Demokratie leben können. Und das schließt ein, dass es also auch unsere Gesellschaft in 10, 20 Jahren überhaupt noch gibt. Und in der Hinsicht ist, glaube ich, auch der Vorwurf, ob der nun jetzt an uns kommt, da höre ich ihn seltener, aber gerade eben an euch JournalistInnen, ihr werdet aktivistisch, wenn ihr auf Probleme hinweist oder Dinge einfordert, den halte ich für absurd, weil ich erlebe es öfter im Kontext von Engagement gegen demokratiefeindliche, meistens rechtsextreme Bestrebungen, wo da ist es natürlich als Aufgabe von uns allen, darauf hinzuweisen, was da gerade passiert und das ans Licht zu ziehen. Und im Journalismus heißt das eben, Öffentlichkeit herzustellen, auch Dinge beim Namen zu nennen. Und da dann mit sozusagen mit dem Vorwurf zu kommen, ja, Moment mal, ihr wollt uns ja nur ihr wollt uns ja umerziehen und ihr wollt uns ja nur eure Meinung aufdrücken, halte ich für tatsächlich für absurd. So, das war jetzt keine wissenschaftlich fundierte Studie, die ich da zitiert habe, aber das waren so die Gedanken, die mir durch den Kopf gingen, jetzt bei den Bemerkungen gerade. Man kann auch mal eine Stellungnahme machen. Ja, danke, genau. Ja, okay. also Verhältnis, Wahrheit und Politik hast du gesagt. Ich würde gerne mal über die zwei konkreten Anwendungsbeispiele sprechen, die Sie beide auch erleben. Also Ihre Mitautorin von Fridays for Future bekannt, die sagen doch immer, man muss einfach mal auf die Wissenschaft hören. Dann ist natürlich die Frage ganz spezifisch Wissenschaftsjournalismus. Und wie geht man denn da vor, wenn doch die Mehrheit derjenigen, an die sich das richtet, keine wissenschaftliche oder selbst wenn man wissenschaftlich vorgebildet ist, natürlich nicht fachwissenschaftlich ist. Also muss man das Wissen ja irgendwie fruchtbar machen, übersetzen. Und das ist eine Aufgabe, der Sie sich stellen in Ihrer spezifischen Rolle als Journalistin, Frau Hennig. Und Sie haben dazu einiges gesagt und geschrieben und immer wieder auf das False Balance Problem hingewiesen. Was kann ich darunter verstehen?
Naja, also ich bin ab eben auch schon ein bisschen gezuckt bei der Formulierung einfach mal auf die Wissenschaft hören. Das ist ja so ein Zitat von Fridays for Future. Ja, ja, ich weiß. Das ist ja auch in der Grundaussage, ist uns, glaube ich, allen klar, was gemeint ist. Aber einfach mal gibt es ja gar nicht in der Wissenschaft. Und da fängt es eigentlich schon an. Also False Balance ist ja ein Effekt, den man beobachtet, wenn man zum Beispiel, wir sitzen zu viert hier auf dem Podium und zwei sagen das eine und zwei sagen das Gegenteil, so in der Grundaussage. Und draußen in der wissenschaftlichen Welt ist es aber nicht so, dass es pari pari ist, sondern es gibt ja oft in großen Themen, die länger beforscht werden, einen Konsens. Das heißt nicht, dass man alles ignorieren soll, was gegen den Strom schwimmt, aber natürlich erzeuge ich einen Effekt, und das meinte ich auch mit dieser Haltungsfrage, dass man sich halt wirklich auch vorher überlegt, tatsächlich, wie wähle ich Gäste aus, in welcher Rolle befrage ich sie, markiere ich das, in welcher Rolle sie befragt werden, also mache ich Dinge sichtbar und so weiter. Das ist tatsächlich ein großes Problem. Und ich glaube aber, was ich eigentlich noch viel wichtiger finde, und das zahlt auch auf den interessanten Journalismus ein und auf diese, was genau verbirgt sich denn auch hinter der Formulierung, einfach mal auf die Wissenschaft hören. Wir Journalisten neigen ja dazu, gerne mal zu sagen, wir berichten das, was man weiß, und es möglichst zuzuspitzen, also möglichst schwarz-weiß zu machen. Und so ist es ja ganz oft nicht. Es ist ja ganz oft komplex. Und ganz oft muss man differenziert hingucken. Und eine Erfahrung, die wir gemacht haben beim NDR in der Pandemie mit dem Podcast, den ich ja auch mitgemacht habe, ist tatsächlich, dass das zumindest in Teilen der Öffentlichkeit gar nicht so erwartet wird. Also, dass wir unser Publikum auch unterschätzen. Das ist natürlich schwierig, weil das auch immer noch vermittelt werden muss. Aber es ist gar nicht so, dass Menschen Komplexität nicht aushalten oder auch so unklare Situationen. Solange ich dann mir eben trotzdem genau überlege, es ist so eine Journalistenformulierung, was für eine Geschichte erzähle ich hier, das meine ich jetzt nicht so fiktional, ne? Aber tatsächlich das irgendwie auch noch gut und interessant vermitteln kann und nicht einfach nur Sachen aneinander reihe, dann kommt da ja auch was bei rum. Und ich glaube, darauf können wir uns schon auch ein bisschen mehr besinnen. Und dann kommen wir auch wieder zu dem, was ich am Anfang gesagt habe mit Empathie. Wenn ich halt weiß, an welcher Stelle Dinge hinterfragt werden, die die Wissenschaft zum Beispiel sagt, woher das getriggert wird, mit welchem Motiv oder mit welcher Argumentation, dann kann ich das ja auch aufgreifen, diese schöne Formulierung, die Menschen da abholen, wo sie sind. Dann sende ich ja nicht an denen vorbei oder schreibe an denen vorbei, weil oft ergibt ja meine Recherche, die zwar nicht neutral und per se objektiv, aber gründlich nach allen Seiten passiert ist, ergibt ja ein bestimmtes Ergebnis, das sich in dem Fall halt dann oft mit der Wissenschaft deckt. Und auf das Beispiel ganz konkret gesprochen, man kann auch in einer Corona-Pandemie, die so noch nie da war, wo sich ja die Wissenschaftlerinnen überhaupt nicht einig waren, auch mal sagen, wenn man was nicht genau weiß und auch Lücken benennen und dem Publikum zumuten, dass man sagt, das wissen wir jetzt einfach noch nicht so genau. Na, ich würde widersprechen, dass die Wissenschaftler sich nicht einig waren, wenn Sie jetzt von den Naturwissenschaftlern sprechen, also den Epidemiologen, Virologen und so weiter, da gibt es natürlich Schattierungen. Was machen wir daraus? Und natürlich nicht einig im Sinne von 100%, deswegen hatten wir so ein False-Balance-Problem, aber es gab eine große Einigkeit in der Grundrichtung. Und diese Details, wo es tatsächlich vielleicht mal keine Einigkeit gab, die vielleicht auch interessant gewesen wären, ausgeruht zu diskutieren, die ging unter über so einem, was wir aus den politischen Talkshows kennen, da gibt es irgendwie jemand, der spricht total dagegen, den müssen wir einladen, ist ja auch viel interessanter, da knallt es mal so ein bisschen. Das ist halt nicht so richtig passiert. Also da gab es im Prinzip schon eine Einigkeit. Aber klar, kann man in bestimmten Details dann schon wieder komplexer werden und auch mehr Kontroverse zulassen, wenn man diese Faktenbasis, diesen Grundkonsens erst einmal vorausgesetzt hat und vermittelt hat. Und was dann passieren kann, Jan Hinrik Schmidt schreibt Bücher darüber, sind auch Diskussionen, die einem dann nur in den sozialen Medien begegnen. Da haben Sie mal getwittert 2020, hallo ihr Trosten und Henning-Hasser, jetzt muss ich aber doch mal fragen, was geht eigentlich ab bei euch? Wie ist das, wenn die Pandemie irgendwann vorbei ist, entsteht dann eine schlimme Lücke in eurem Leben? Mhm. Also jetzt mal die Frage bei den... Warst du sauer, ne? wenn man also soziale Medien macht, das will ich noch mal fragen, weil auch Bernd Ulrich schreibt ein Buch, aber twittert auch und hauptberuflich schreibt er auch noch bei der Zeit. Aber jetzt bei Ihnen ganz konkret, genau, wenn man in so einem Podcast ist, da erlebt man soziale Medien in einer besonderen Weise. Wie gesagt, manche schreiben darüber Monografien, Habilitationen. Wie ist die Wirklichkeit in Ihrem Erleben? Da man kann auch mal sauer werden und Stichwort Partizipation direkt mit den Hatern interagieren.
Ja, das ist sehr schwierig in sozialen Medien. Ich glaube, dass ich dann keine Lust mehr hatte zu interagieren, war genau das Ergebnis dessen, war dieser Post. Also, dass ich auch wirklich so gedacht habe, ach Leute, ich war auch ein bisschen sauer, aber ich war auch ein bisschen belustigt, weil ich echt so gedacht habe, wie kann man sich denn zur Hauptaufgabe machen, sich immer von irgendeinem Namen triggern zu lassen und wann immer der irgendwas sagt, immer aufzuspringen und hysterisch, oh Gott, sie wollen uns alle irgendwas nehmen. So, das finde ich auch eine schon sehr seltsame Lebenshaltung. Man muss tatsächlich aber schon, also in dem Fall ging es eben um Twitter, das war in der Pandemie ein sehr wichtiges Medium zum Austausch für Wissenschaftler und für Journalistinnen, die da gesehen haben, auch direkt lesen konnten, wie bestimmte Forschungsergebnisse, vorläufige, eingeschätzt wurden. Deswegen mussten wir auch alle lesen, ob wir es wollten oder nicht, auf Twitter. Man darf es aber auch nicht mit der Wirklichkeit verwechseln. Und das fand ich ziemlich schwer, dass wir irgendwann da so auch so drauf gestarrt haben und man dann diese Teilöffentlichkeit für die große Öffentlichkeit hält, was ja bestimmte Bevölkerungsgruppen schon mal ausschließt, die da gar nicht unterwegs sind. Also das ist schon schwierig. Wir haben da sehr viel Gutes auch erlebt tatsächlich. Es ist nicht alles nur schlimm auf Twitter gewesen. Jetzt ist alles noch mal ein bisschen anders geworden. Aber manche Dinge sind einfach so Dynamik, wo man sagen muss, das ist so ein klassisches Social-Media-Ding hier mit den Trolls. Was hätte die Lektüre der Schmidtschen umfangreichen Publikationen dazu für Erkenntnisse? Corinna Hennig in diesem Zeitpunkt als Trost genannt? Sehr gute Frage. Das ist auf eine Art erwartbar war und ist, weil die sozialen Medien, also gerade die, sage ich mal, wie sie sich so in den 2010er Jahren, in der zweiten Hälfte der 2010er Jahre entwickelt haben, tatsächlich zu nicht komplett durch die Bank, aber doch an ihren sichtbarsten Stellen zu Räumen geworden sind, wo das Schrille, das Zugespitzte, das auch das nicht das Abwägende, sondern das Polarisierende belohnt wird. So, das war jetzt ein bisschen kompliziert ausgedrückt. Also in Twitter speziell, aber in anderen sozialen Medien ähnlich, sind Medienplattformen oder sind Kommunikationsplattformen, die ja Aufmerksamkeit filtern und bestimmte Dinge sozusagen nach oben heben, uns wiederum empfehlen, zum Beispiel Videos, die uns empfohlen werden oder Accounts, die uns empfohlen werden, die unser Verhalten belohnen, indem wir sehen können, wie oft wird das geliked. Und diese Mechanismen beruhen darauf, dass das belohnt wird, was eben zuspitzt, weil das mehr Aufmerksamkeit erzeugt. Und genau, mehr Traffic und nachher, das kann auch monetarisiert werden wiederum. Und das führt dazu, dass in sozialen Medien eben diejenigen sichtbarer werden und sozusagen andere verdrängen, die halt einseitiger, zugespitzter, ich habe es gerade gesagt, polemischer, auch unversöhnlicher auf eine Art sprechen. Also in sozialen Medien, zumindest in den Plattformen, über die ich jetzt spreche, würde man halt nie irgendwie groß was reißen, wenn man schreibt, ja, das ist ein guter Tweet, da habe ich noch nicht drüber nachgedacht, muss ich nochmal nachdenken. Nee, sondern man muss halt sofort was raushauen innerhalb der 10 Sekunden und dann hoffen, dass es verfängt. Und das zieht eben bestimmte Menschen an, glaube ich, die das möchten oder das Gefühl haben, sie machen das jetzt auch vielleicht tatsächlich, um selber davon zu profitieren. Und auf eine jetzt ein bisschen zugespitzte Formulierung, auf eine Art vergiftet es aber die Kommunikationskultur dort und verdrängt eben die Menschen, die darauf keine Lust haben, die sich vielleicht tatsächlich auch über Dinge austauschen wollen, die vielleicht Fragen haben. Für die ist dann aber gerade Twitter eben auch aufgrund der Kürze der Tweets dann nichts. Und mittlerweile muss man sagen, also das Twitter heute ist auch tatsächlich auch nicht mehr vergleichbar. Das ist nochmal um 3 Klassen schlimmer geworden, jetzt durch die Veränderungen im letzten Jahr. Insofern, ja, ich weiß nicht, ob wir uns zurücksehen sollten nach der Zeit irgendwie der Pandemie, aber das ist zumindest, also an der Stelle habe ich tatsächlich so ein bisschen tatsächlich auch die Hoffnung verloren, dass an den Stellen, wo diese Mechanismen greifen, dass wir da wirklich konstruktiven, verständigungsorientierten Diskurs hinbekommen. Ich möchte eine Anekdote ergänzen, nur weil es ein bisschen lustig auch ist. Damit das Schlimmste, was ich offensichtlich mal auf Twitter gemacht habe, war so gen Ende der Pandemie. Da habe ich einen Beitrag vom NDR geteilt, einen Artikel, wo es darum ging, klassisches Saisonthema, Blutkonserven werden knapp. Und ich habe das nur geteilt, habe drüber geschrieben, geht Blut spenden. Und da ging es so ab, darunter, weil ich bin ja
die gegen die armen Ungeimpften immer anging, so in der Pandemie. So eine, mein Blut kriegt ihr nicht, weil ich bin ungeimpft. Und ich, das war wirklich so, ich hatte gedacht, ich mache was ganz Freundliches und Harmloses, gesellschaftlicher Zusammenhalt. Lasst uns alle dafür sorgen, dass das System weiter funktioniert. Und daran sieht man, wie viel das nur mit Aufmerksamkeit und Schrei nach irgendwas zu tun hat, dass manche da so drauf anspringen, weil man so gedacht hat, es hat doch auch keiner gesagt, du musst da, also... Ich war so ein bisschen ratlos. Okay, von der Ratlosigkeit der beiden, lieber Bernd Ulrich, Autor, Chefredakteur, aber auch Twitterer. Ich glaube, Sie haben ein paar Mal den Kopf geschüttelt. Also wenn Sie denen erst in irgendeiner Form widersprechen wollen, wäre das auch in Ordnung für mich. Sonst hätte ich auch noch eine ganz konkrete Frage für Sie. Ja, widersprechen. Also wir fangen jetzt an, also wir haben gefragt, die Funktion des Wissens, ja, und... Das ist ja keine harmlose Frage, ist auch keine zufällige Frage, sondern ist eine richtige Frage. Warum folgt die Gesellschaft nicht beispielsweise der Klimaproblematik den wissenschaftlichen Erkenntnissen? So, und da kann man natürlich sagen, ja, weil die Gesellschaft noch nicht genug weiß, die Menschen wissen noch nicht genug darüber. Das ist immer richtig, weil man kann nicht genug wissen darüber. Man muss allerdings mal sich angucken, die letzten Jahre. Also wir hatten in der Klimapolitik, ich nehme mal die westlichen Länder, man hat sich also in Paris geeinigt, 2015. Dann ist erstmal also auf einem einigermaßen Weg, wie man das machen könnte. Dann ist aber tatsächlich fast nichts passiert. So lange, bis im August 2018 eine damals, glaube ich, 14-jährige oder 15-jährige Schülerin in Schweden sich vor den Reichstag gesetzt hat. Und dann entstand Fridays for Future in diese Lücke rein zwischen dem, was in Paris beschlossen worden ist, was auch von den Medien im Übrigen nicht wirklich skandalisiert worden ist. Also eigentlich ist das die Aufgabe von Medien zu sagen, das ist beschlossen von der Politik, das wird getan, so geht's nicht. Das ist eigentlich unsere ganz naturwüchsige Aufgabe, ist aber nicht passiert. So kamen die jungen Leute und dann gab es eine Welle von Aufklärung, ja, auch dann Scientists for Future und alles das, ich glaube... dass heute die meisten Menschen oder mehr Menschen was wissen über Klima und das doppelt so viel wie 2017 oder so, also bevor Fridays for Future kam. Aber wir sind jetzt ja schon wieder in einer neuen Stufe, nämlich 2023. Also das, übrigens, das war auch erfolgreich, deswegen konnte man denken, dass dieses Mehrwissen auch alleine hinreicht, damit die Politik sich endlich dann doch ändert. Und das ist tatsächlich geschehen. In Deutschland hat das Verfassungsgericht die Regierung dazu verknackt, das Klimaschutzgesetz zu ändern. Dann wurden die Grünen mit an die Regierung gewählt. In Großbritannien hat man ein sehr ehrgeiziges Programm aufgelegt. In Schweden hat man auch ehrgeizig. Dann kam in den USA Biden dran, der ein großes Klimapaket machen wollte und so weiter. Das war 2021. So, und jetzt mal 2023, zwei Jahre später. Ich würde sagen, dass das Wissen über die Klimakrise nicht rapide abgenommen hat, aber wir erleben das krasse Gegenteil. Großbritannien hat jetzt offensiv, also Rishi Sunak hat offensiv gesagt, wir machen weniger, deutlich weniger. Schweden hat gesagt, wir machen deutlich weniger. Die Bundesregierung, an der die Grünen beteiligt sind, hat beschlossen, wir werden die Klimaziele, die wir uns gesetzt haben, nicht einhalten können. Wir machen trotzdem nicht mehr. Und was Biden machen wird, wir werden es sehen. So, und die Frage ist ja, wie kommt also trotz konstant großem Wissen dieser Backlash zustande, sozusagen, dass wieder eine Schubumkehr passiert. Und da ist Twitter oder sind die irrationalen Medien, das ist verstärkt natürlich, irrationale oder übertriebene oder aggressive Kommunikation, das, nicht nur das, aber das tut es auch. Aber es erklärt es natürlich auch noch nicht, sondern das ist ja wieder nur ein Verstärker. Aber die Frage ist, Verstärker von was? Was ist eigentlich los in diesen Gesellschaften, unterhalb dessen, was gesprochen wird, oder oberhalb, wie man will, dass dieser gewaltige Backlash zustande kommt. Und es ist ein Riesendrama. Wir wissen alles, oder genug jedenfalls, und handeln genau in die entgegengesetzte Richtung. Das ist wirklich ein bisschen, wir fangen an durchzuknallen. Da ist die Aufgabe der Medien, glaube ich schon, zu überlegen, wie können wir da beitragen. Und offenbar haben wir es nicht geschafft, in den letzten Jahren so zu agieren als Medien, dass so ein Backlash, der immer auch eine Verdrängung wieder bedeutet, der Realitäten,
überhaupt möglich geworden ist. Das heißt, knapp zusammengefasst könnte man sagen, der Journalismus muss die Politik auf Missstände hinweisen, sie mit der Nase draufstoßen, also die anprangern. Anprangern. Ich bin dafür interessanten Journalismus, deswegen anprangern ist total langweilig. Hinweisen. Hinweisen. Ich hab schon mehrfach versucht, Olaf Scholz auf was hinzuweisen, aber man muss versuchen, rauszufinden und sozusagen zu recherchieren und zu sprechen und so weiter, woran das jetzt eigentlich liegt, was gerade geschieht. Und da bin ich persönlich noch nicht so weit, dass ich das sagen kann, aber ich kann zumindest schon mal die Frage stellen, woher kommt dieser Backlash? Und was ist es ist ja erstaunlich. Wir wissen, es ist ein wirkliches, riesiges Drama, in das wir als Menschheit hineingehen und auch die westlichen Länder und auch Deutschland gehen hinein. Es ist ja nicht nur die Klimakrise, es ist ja schon eine Verharmlosung. Das ist eine Gesamtkrise im Mensch-Natur-Verhältnis, die wir auch spüren schon. Wir sehen sie überall und so weiter. Und trotzdem machen wir weiter. Das heißt, es muss eine noch größere Kraft im Raum sein oder mehrere Kräfte müssen im Raum sein, die stärker sind als die Sorge um die Zukunft des Planeten, unserer Kinder und so weiter. So. Und was ist diese Kraft? Das ist die Frage, die mich umtreibt. Moderatorinnen lieben Widerspruch auf dem Podium. Gibt es welchen? Ach, Widerspruch. Ich teile das. Ich glaube nur, dass, also wenn Sie sagen, wir Medien haben das nicht geschafft, verdecken Sie, dass es ja innerhalb der Medien auch tatsächlich, also man kann Medien publizistische Angebote benennen, die aktiv dagegen arbeiten. Und also die Bild-Zeitung kann man nennen, wahrscheinlich auch noch einige andere, die aus meiner Sicht tatsächlich aktiv gegenarbeiten, um vielleicht nicht die Probleme zu verharmlosen. Probleme, also der Glutsommer oder sowas, ist natürlich auch eine schöne Schlagzeile. Aber vielleicht die wenigen Versuche oder die guten Versuche der Politik, was zu ändern, die werden torpediert. Und das finde ich tatsächlich, an der Stelle ist es, also da sind Sie jetzt der falsche Adressat, weil ich Ihnen jetzt schlecht sagen kann, sorgen Sie mal dafür, dass sozusagen der publizistische Druck in Deutschland, dass alle mit einer Stimme sprechen, das sicher nicht. Aber ich glaube, das gehört auch dazu, dass es eben auch nicht alle mit, zum Glück, nicht alle publizistischen Angebote, alle Verlage, alle Rundfunkhäuser und so weiter nun auch mit ein und derselben Stimme sprechen. Und wenn man dann eben die sozialen Medien noch nimmt, wo sich diejenigen, die vielleicht sich selber so als kritische Geister, als wieder den Mainstream inszenieren, um dann auch dagegen zu schießen und dann vielleicht in ihren Blasen auch noch Meinung machen und sozusagen Dinge torpedieren, die dringend notwendig wären, dann kommt man vielleicht zu einem Bild, woran es liegt. Das Grundproblem, den letzten Halbsatz noch, ich glaube, die Grundkraft, gegen die wir anarbeiten müssen, ist tatsächlich gesellschaftliche Trägheit. Also nicht individuelle Trägheit, sondern gesellschaftliche Trägheit, die was mit Strukturen, mit gesellschaftlichen Institutionen zu tun hat, die sich in vielen Fällen auch zum Glück nicht von heute auf morgen so ändern lassen. Ja, aber das ist jetzt eine Hypothese. Ich weiß nicht, ob es tatsächlich die, da sind wir ja also bei der Klimafrage dann wieder bei, es ist zwar nicht egal, was wir essen und wie wir einkaufen, aber das löst ja das große Problem nicht. Also es ist ja schon tatsächlich mehr die großen Entscheidungen in der Politik. Und deswegen weiß ich nicht. Also ich fände es tatsächlich forschungsmäßig interessant, weil diese genaue Beobachtung mit 21 und 23, was ist da passiert, da müsste man sich ja eigentlich als Wissenschaftler so den gesamten Textkorpus angucken und dann mal versuchen, kann man da irgendwas rausanalysieren. Weil es können natürlich, das machen die dann die nächsten 5 Jahre. Genau, wir kommen dann, treffen wir uns nochmal hier. Wenn die fertig sind, ist 2 Grad. Ja, genau. Dann sind sie nur daneben hergelaufen quasi. Ja, also das wird trotzdem mal interessant, sich das anzugucken. Gleichwohl würde ich ja sagen, die Medien allein sind es ja wahrscheinlich nicht, aber die sind einfach Motor für ganz vieles. Was ich schon den Verdacht habe, das war allerdings früher wahrscheinlich auch nicht viel besser, aber wir sind ganz oft gefangen in so einem Verkündigungsjournalismus, zumindest bei den kurzen Nachrichtengeschichten, ne? Also nicht jetzt bei langen, recherchierten Texten und Analysen und so. Also he said, she said. Und natürlich, wenn zum Beispiel die Bundesregierung einen Koalitionsvertrag hat und dann
der in großen Teilen in bestimmten Bereichen überhaupt nicht eingehalten wird und wir aber vielmehr sagen, das sagt übrigens Lindner, das sagt Merz, das sagt der und der, dann verliert man ja auch als Wähler, weil damit kann ich ja die politischen Entscheidungen vielleicht ein bisschen mit beeinflussen, verliere ich auch komplett den Überblick und verliere auch genau den kritischen Blick darauf, was da passiert. Und ich glaube, da lassen wir uns natürlich auch als Medien so ein bisschen am Nasenring durch die Manege ziehen, indem wir uns von politischen Interessen so ein bisschen leiten, also ohne es zu merken, glaube ich, passiert ganz viel unabsichtlich, indem wir sagen, naja, jetzt müssen wir ja auch noch die Oppositionsstimme hören und so. Und am Ende ist es nur so ein vielfaches Konzert von meine Meinung dazu ist so und so. Und wir sind gar nicht mehr bei den Taten, bei dem, was entschieden werden muss, was entschieden wird, mal falsch entschieden wird, sondern wir sind wirklich nur in so einem, und jetzt darfst du auch noch mal was sagen und so. Und die Co-Autorin von Bert Ulrich würde sagen, ich glaube, das steht in ihrem Teil des Buchs, dass es noch dazu auch in den falschen Ressorts bearbeitet wird, dass alle sagen, Klimathemen werden im Wissenschaftsressort bearbeitet und Leute, die sich mit politischem Ressorts beschäftigen, kommen da gar nicht dran. Habe ich das richtig wiedergegeben? Das weiß ich jetzt nicht mehr, schon so lange her. Ich glaube schon, ich habe es nachgeguckt. Es ist ja auch kein Gemeinschaftsbuch, sondern ein Gespräch . Und ich habe mir jetzt meine Passage besser gemerkt als die von Luisa Neubauer. Aber würden Sie grundsätzlich zustimmen? Ja, ich würde gerne einen Satz sagen zur Bild-Zeitung und dann sage ich gerne was dazu. Mhm. Dass die Bild-Zeitung beispielsweise jetzt bei der Heizungsgeschichte eine einzigartige Kampagne gemacht hat unter Zuhilfenahme ihres parlamentarischen Arms, also der FDP, das stimmt. Verlängert aber, da verlegt die Frage, die ich gestellt habe, woher kommt die Kraft, die ansprechen eigentlich, weil die Bild-Zeitung ist zwar auflagenstark, jedenfalls online, aber die FDP, also der parlamentarische Arm, hat nur 7% momentan in den Umfragen. Und das muss irgendeine Hebelwirkung sein, die sozusagen bis in diesen Raum hineingeht, würde ich mal sagen. Und darüber müsste man nachdenken. Was jetzt so meine Fragestellung, die ich immer wieder sozusagen mir täglich aufrufe, ist ja, wie kann es sein, dass eine freie, offene Gesellschaft die Dringlichkeit der Menschheitskrise verdrängt, während sie ständig darüber spricht? Und eine dieser vielen Formen, wie das geschieht, ist die Demarkationslinie in den Zeitungen oder auch in den Medienhäusern zwischen Wissensressort und Politikressort. Die meisten Wissensressorts, die ich kenne, also euers kenne ich nicht, aber sind unglücklich. Und zwar deswegen, weil... Okay, das fragen wir gleich. Widersprechen nicht. Ja, die sind unglücklich, kann man ganz leicht erklären, weil, also ich erkläre es jetzt mal nicht für allgemein, für uns oder ja, für die Printmedien. Das waren ja die Leute, also normalerweise Journalisten sind ja die Menschen, die für Naturwissenschaften zu doof waren und dann Geisteswissenschaften und dann aber gut labern konnten und dann Journalisten waren, so ungefähr. Mit Ausnahme der Wissenschaftsredaktion. Die können nämlich rechnen und sind Naturwissenschaftler und die haben sich als die einzig Wirklichen, die von irgendwas eine richtige Ahnung haben, gefühlt und haben dann alles erklärt. Und das haben sie auch gut gemacht und es war super. So, und dann gab es die erste Stufe der Verunsicherung, war, auf einmal mussten die auch so ein bisschen populärer werden. Die FAS war da eine Vorreiterin und so weiter. Das haben die auch gut gemacht. Und das war die erste Verunsicherung. Und dann kam Klima und Corona. Und auf einmal gab es eine Schockpolitisierung der Wissensressorts. Weil auf einmal das, was sie sagten, sofort Wirkung hatte, bekämpft wurde. Und die haben immer gedacht, was ist denn hier los? So. Und diese Schockpolitisierung von WissensjournalistInnen hatte keine Entsprechung mit einer Verwissenschaftlichung der Politikjournalistin. Und deswegen, auch die Interviews sind teilweise über Klima von Hauptstadtjournalistinnen, die gehen dann zu den Politikern und sagen, stellen eine Frage dazu, und dann antworten die ihre Standardantworten, dann kommt vielleicht noch eine Frage, aber bei der dritten reicht es dann schon nicht mehr von der fachlichen Kompetenz oft. Und deswegen würde ich sagen, man muss die beiden Ressorts probehalber jetzt mal für 2-3 Jahre zusammenlegen und gucken, was passiert. Oder tauschen lassen vielleicht. Ja, tauschen ist ja noch ein bisschen, muss man auch schon wissen, den Unterschied zwischen CSU und CDU und so weiter. Also, aber ja, im Prinzip.
Naja, oder zumindest irgendwie die Verbindung, also die Schnittstelle verbessern. Worüber wir viel gesprochen haben seit der Pandemie bei uns und auch, ich nehme das auch so wahr, dass das zum Beispiel auch bei den Zeitkollegen ganz ähnlich sich anfühlt, sofern ich da überhaupt mal Kontakt hatte. Aber ist tatsächlich das Wissenschaftsverständnis, was uns ja gesamt in der Bevölkerung offensichtlich gefehlt hat, fehlt, was in Schulen auch zu wenig vermittelt wird. Es gibt da diesen schönen Begriff der Scientific Literacy. Ich finde den so schön, weil Literacy, die Lese- und Verständnisfähigkeit von Texten und so ähnlich, bezieht es sich natürlich auch auf Wissenschaft. Die ist ja auch in vielen Redaktionen gar nicht so ausgeprägt. Nicht, weil die Kollegen irgendwie blöd werden, sondern weil es einfach nicht stattgefunden hat. Und das bedeutet, dass da ganz oft Dinge, ich sage es nochmal, aus Versehen verzerrt und schief dargestellt wurden, weil man etwas weglässt und es einem nicht klar ist, dass diese Weglassung was mit der Aussage macht. Oder das Schönste ist Korrelation und Kausalität. Ist natürlich ein naheliegender Fehler, der uns allen immer so geht, dass ich irgendwie irgendein Mittelchen nehme, ich sag mal, was harmlos ist jetzt, ich nehme Zink und Vitamin C, wenn ich erkältet bin und irgendwann ist die Erkältung vorbei und dann sage ich, das hat daran gelegen. Wäre vielleicht in echt genauso schnell gegangen, das kennen wir alle in der Homöopathie-Diskussion auch. Aber ich kann auch vor der Ampel stehen und beten und dann wird sie grün. Und so gibt es aber ganz viele Fehlschlüsse, immer dann, wenn es gut zusammenpasst natürlich. Und das passiert uns allen, das passierte in der Pandemie dann mit so vorläufigen Preprints, also nicht begutachteten Studien, die da rumgereicht wurden, wo die dann auch falsch gelesen wurden und so. Und das passiert natürlich Kollegen in den Nicht-Wissenschaftsredaktionen genauso und nicht aus bösem Willen. Und das heißt, da muss man ein bisschen so ein Grundverständnis auch schaffen, sowohl um Distanz vielleicht auch manchmal zur Wissenschaft zu schaffen und nicht das zu machen, einfach nur, was die Pressestelle der Uni mir vorgibt, sondern das auch einordnen zu können. Und es ist, glaube ich, leider eine Illusion zu sagen, wir legen die zusammen. Es ist auch eine Illusion zu sagen, die Wissenschaftsressorts, was wir uns alle wünschen würden, kriegen alle nochmal doppelt so viele Stellen, mehr Geld, so ein bisschen mehr wäre schon schön. Aber zumindest müssen wir da irgendwie einen besseren Austausch kriegen. Man könnte ja zum Beispiel bei Interviews, das schlage ich bei uns vor, dass man ein politischer geht und eine Wissenschaft. Und dann gucken wir mal, was da rauskommt, wenn Söder dann wieder anfängt zu labern. Okay, um noch was Deprimierendes dann zu fragen, wären wir uns einig hier auf dem Podium, dass die Vorstellung, dass die öffentliche, also die Krise der Demokratie, hört man immer viel über die öffentliche Willensbildung, also dass immer das bessere Argument gewinnt und alle sich über die Medien hinreichend über die Wirklichkeit informieren, ist dann eine Utopie. Dass das bessere Argument durch die Medien vermittelt und die Politik in der richtigen Weise beeinflusst wird. Wenn man sich im Moment die Lage betrachtet, müssen wir sagen, das ist eine Idealvorstellung von Adorno, die nicht mehr in 2023... Dann hätten wir schon lange Tempo 100 zum Beispiel. Das ist das Simpelste von allem, wo man so denkt, ich verstehe es nicht. Ich weiß nicht. Keine Gefühlsäußerungen euch zu entlocken. Okay. Doch. Also kann ich? Hat aber geatmet, das war das. Ja, okay. Ja, genau. Gerne. Also ich glaube, man kann es nicht allgemein sagen. Also oft gewinnt ja das bessere Argument auch. Und trotzdem, wir haben ja in diesem Sommer nicht nur erlebt, dass die Klimakrise komplett los, parallel im Universum war zur Klimapolitik, sondern wir haben auch einen Rechtsdrift erlebt in einem so hohen Tempo, das hat mich wirklich überrascht. Und deswegen muss man sich natürlich immer wieder die Frage stellen, wie kommt so eine schnelle Drift zustande? Wie kommt sozusagen das zustande, dass das bessere Argument gar nichts mehr zählt? Also der Söder stellt sich dahin in den bayerischen Wahlkampf und sagt, ja, die Grünen wollen, dass ihr Insekten fresst. Und da wurde gedacht, what? Das ist ein kompletter Blödsinn, das erfinden die einfach. Oder die Grünen wollen, ab 1.1. wollen die Grünen euch die Heizung aus dem Keller reißen. Da müsst ihr frieren. Man denkt, so, das ist jetzt nicht mehr das bessere Argument, würde ich sagen. Das ist einfach nur Quatsch. So, trotzdem, er ist ja nicht doof. Der sagt das ja, weil er denkt, dass es ankommt. Das heißt also, was spricht er da eigentlich wirklich an? Und er spricht etwas reale Ängste an, auf eine indirekte und polemische Weise. Und das ist das große Tabu unserer Gesellschaft. Und da wäre dann die Aufgabe, finde ich, der Medien und von uns. Das große Tabu der Gesellschaft ist, 70 Jahre lang sind wir im Westen in der Situation gewesen, dass die Nebenfolgen unseres Tuns und unseres Sprechens von uns weggehalten werden konnten. Also alles, was wir
wie wir mobil sind, für was den ganzen Konsum, Plastik, alles, wurde in die Zukunft geschoben, die Atmosphäre, in die Meere, in den globalen Süden. Auch das, was wir gesprochen haben, die Diskriminierten waren halt woanders und konnten sich auch nicht äußern und konnten nicht dazwischen quatschen, jedenfalls nicht oft so. Und jetzt sind wir in der Echo-Phase sozusagen unserer Nebenfolgen angekommen. Das alles, das geht nicht mehr. Es gibt noch andere Nebenfolgen, zum Beispiel eine Nebenfolge des ganz normalen Autofahrens und mit Ölheizens in Deutschland und in Europa war, dass man Russland aufgerüstet hat, bis zum geht nicht mehr. Und jetzt können die halt ihre Kriege führen. Eine Nebenfolge unseres fossilen Tuns war, dass Saudi-Arabien, ein ehemaliger kleiner Wüstenstaat, wurde 50er Jahre etwas reicher, 60er, 70er und so weiter und so weiter. Und irgendwann waren sie so reich, dass sie uns in die Suppe spucken und unsere Fußballspieler kaufen konnten. So, das sind alles Nebenfolgen unseres Tuns. Und die sind, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Und da spaltet sich die Gesellschaft und da entsteht die Irrationalität, nämlich die einen, die sagen, eure Normalität ist vollkommen in Ordnung. Nur diese scheiß linksgrüne Elite, die redet euch auf einmal schlechtes Gewissen ein. So, das ist dann, das geht dann von AfD, Freie Wähler bis in die CDU rein. Und die anderen, die Vernünftigen, sagen, eure Normalität ist möglicherweise nicht ganz in Ordnung. Wir haben hier ein paar Probleme, so mal 20 große und dann auch die kleinen. Aber wir machen und dann ist es wieder weg. Und dann machen sie und ist aber nicht weg. Ja, und das ist momentan die Konstellation. Und das können wir, also die Vernünftigen, nicht gewinnen, wenn wir nicht ehrlich sprechen mit den Leuten. Das wäre mein Vorschlag. Einfach mal, also mit den Nebenfolgen des Eigentums klarzukommen, sind wir eigentlich ja gewohnt, so im Alltag, Kindern oder Kolleginnen oder so. Das geht schon. Nur im politischen Raum scheint das irgendwie nicht zu gehen und deswegen kriegen wir diese irrationale Debatte und verlieren gerade. Vielen Dank. Das finde ich eine hervorragende Zusammenfassung. Ich überlege jetzt kurz, ich teile mein Dilemma mit Ihnen. Eigentlich müsste ich einen Punkt noch ansprechen aus der Forschung. Ich gucke mal so auf die Uhr. Sie erlauben mir einen klitzekleinen Exkurs. Und zwar, unser Teilinstitut Hamburg hat eigentlich Vorstellungen, wie sie Journalismus machen sollen. Und zwar haben die ein Papier geschrieben, zusammen als sensibler Journalismus. Also Leitlinien aufgesetzt. Ich gucke mal hier so ein bisschen ins Publikum. Und genau, wie man das eigentlich machen soll. Es gab Leute, die fanden das richtig gut. Ich beschreibe es mal so wie Sie. Und es gibt Leute, die finden das richtig schlecht. Ein Zitat, ich glaube, es war die Welt, war, dass das Ende der Pressefreiheit, wenn wir das so machen. Einmal kurz bitte, lieber Jan, was ist die Leitlinie für zusammenhaltssensiblen Journalismus? Und dann würde ich gerne hier an den beiden kurz ausprobieren, ob das ein Appell ist, der sie motiviert oder eher abschreckt. Aber wir sind schon so sensibel, oder? Ja, müssen wir sehen, ob das zusammenhaltssensibler Journalismus im Sinne des FGZ-Standorts Hamburg genau. ist. Bitte schön. Nein, der Witz ist, Rebecca, du bist in die Falle getappt, die Welt auch getappt ist, nämlich den Begriff ja, das ist ja kein schönes Ergebnis, ja, aber ja. Tut mir leid. Nein, tatsächlich, diesem Begriff oder dem, was wir auch am Standort, auch Wiebke Losen und Kolleginnen dort erarbeitet haben, tatsächlich als Leitlinie, als Vorschrift, als das muss gefälligst jetzt so sein, zu verstehen, weil das ist explizit nicht, das steht auch, das hat der Kollege, der in der Welt da diese Kolumne geschrieben hat und die AfD-Abgeordneten, die es dann irgendwie im Bundestag aufgegriffen haben, die haben das eben da auch nicht, also haben sich das nicht angeguckt. Das Ziel, oder nein, der Begriff wurde von uns als Impuls genommen, um mit Journalistinnen und Journalisten und verschiedenen anderen Gruppen ins Gespräch darüber zu kommen, wie denn der Zusammenhang zwischen Journalismus und Zusammenhalt denn überhaupt aus Sicht der Personen da ist. Also zusammenhaltssensibel, nicht als Vorschrift, ihr müsst nun gefälligst in allem, was ihr tut, immer zusammenhaltssensibel sein oder zusammenhaltsfördernd, das wäre ja sozusagen nochmal die Schraube stärker, sondern zunächst mal einfach nur sensibel im Sinne von hinschauen und drüber nachdenken und mal überlegen, inwieweit das, was man als Journalistin, als Journalist tut, was mit Zusammenhalt macht und ob das dann dazu führt, dass man sein Verhalten, seine Rollenvorstellung ändert oder auch nicht. Das ist dann eine ganz andere Frage und dass es eben überhaupt nicht darauf ankommt, nun, dass wir als
FGZ Hamburg eben vorzuschreiben haben, wie die öffentlich-rechtlichen Anstalten oder die Zeit oder irgendwer Journalismus zu tun hat, steht sowieso, also das steht auch außer Frage. Das Interessante war, dass in den Gruppendiskussionen, und das ist, glaube ich, was Wiebke Losen nachher auch beim Kaltgetränk auch noch sehr viel besser erklären kann als ich, dass da auch ganz unterschiedliche Haltungen zu kamen, weil eben auch nicht jede Journalistin, jeder Journalist es nun zum Beispiel als eigene Aufgabe ansieht, für Zusammenhalt beizutragen. Oder selbst wenn man das möchte, weil man sagt, ich lebe lieber in einer Gesellschaft, wo es Zusammenhalt gibt, als in einer ohne, wie man das dann macht. Heißt das dann, dass man jeden zu Wort kommen lässt, dass man die Gesellschaft in ihrer Vielfalt abbildet? Oder konzentriert man sich auf die großen Linien? Heißt das, dass man alle mit zum Dialog auffordert und alle sozusagen mitreden lässt oder gerade nicht? Heißt das, dass man sich selber irgendwie sozusagen beeinflussen lässt, dass man erreichbar ist oder gerade nicht? Diese Fragen, die sind auch unter Journalistinnen und Journalisten ja umstritten oder zumindest gibt es da kein einheitliches Bild. Und das sozusagen darauf hat auch dieses Projekt und dieses sehr lesenswerte Arbeitspapier von Losen et al. Dazu beigetragen. Also, liebe Hamburger Kolleginnen, ich gucke mal in die richtige Richtung. Ich verspreche, dass ich heute Nacht noch nachgucken werde, ob da nicht normative Leitplanke irgendwo steht. Aber fühlt ihr euch denn durch diesen Appell angesprochen, zurückgehalten oder ist der bei euch ohnehin nicht nötig? Also als erstes kleine Fußnote, finde ich schon immer lustig, aus welcher Richtung immer wieder dieser reflexhaft dieser Vorwurf kommt, man will uns irgendwas verbieten, vorschreiben oder sonst wie. Das ist so wie, heute darf man ja gar nicht mehr sagen, doch, man darf fast alles sagen, man muss nur mit Widerspruch rechnen. Und das ist so in der Demokratie. Und wenn es dann Beiträge gibt von Menschen, die irgendwelche Leitplanken vorschlagen wollen, auch dann kann ich ja sagen, ja, fühle ich mich halt nicht angesprochen oder so. Ich finde es ganz interessant, dass du sagst, es kommt so ein bisschen drauf an, glaube ich, welches Thema man macht, auch wie man dann Zusammenhalt versteht. Ich würde das wahrscheinlich auch nicht bei jedem Thema gleich beantworten, aber ich fühle mich mit dem Grundgedanken eigentlich ganz gut aufgehoben, vielleicht auch wiedergespiegelt in dem, was uns bewegt, weil das hat mit dem zu tun, was ich am Anfang mit der Empathie sagte. Ich sage mal ein Beispiel, wo es eigentlich, glaube ich, ziemlich schief gegangen ist. Am liebsten würde ich jetzt einmal rumfragen, wer glaubt, dass die Covid-Impfstoffe denn mehr Impfschäden verursachen als andere Impfstoffe? Sehr viele Menschen glauben das nämlich. Das stimmt aber nicht. Es sind nur viel mehr Menschen gleichzeitig geimpft worden und jedes verdammte Medium musste irgendjemanden hervorziehen, der einen Impfschaden hat oder vermutet, einen zu haben, was ja nochmal was ganz anderes ist und so. Also die selektive Wahrnehmung hat damit uns was gemacht. Und das heißt, ich muss erstmal entscheiden, muss ich das jetzt auch so berichten? Wenn ich berichte, muss ich dann nicht wenigstens jemanden suchen, der wirklich einen bestätigten Impfschaden hat und nicht der sagt, ich bin vor 3 Monaten geimpft worden und jetzt auf einmal bin ich auf einem Ohr, kann ich schlecht hören. Das kann alles ganz andere Ursachen haben. Muss ich vielleicht nicht jedes Mal wieder den Gesamtzusammenhang darstellen, wenn ich über Risiken von Impfungen rede? Muss ich vielleicht auch nicht gleichzeitig immer wieder sagen, was für Risiken denn durch Infektionen entstehen und so weiter und so weiter. Also an dem Beispiel kann man, finde ich, ganz gut sagen, dass ich nicht einfach mich zurücklehne und sage, ich berichte hier mal was, weil das wollen die Leute, das fragen sich doch die Leute so. Das ist nicht bei jedem Thema so, glaube ich, deswegen ist auch nicht bei jeder kleinen Entscheidung über ein Thema oder jedem kleinen Bericht, den ich irgendwo mache, denke ich immer, oh, gesellschaftlicher Zusammenhalt, aber bei vielen ist es schon wichtig, dass ich mir die Frage stelle und das dann so ausfülle, wie ich es verstehe und für richtig halte. Dankeschön. Sind Sie zusammenhaltssensibel, Herr Ulrich? Schönes Wort. Also, ich spalte jetzt mal hier auch dieses Boot. Einer meiner musikalischen Idole ist Leonard Cohen und der hat den schönen Spruch geprägt. Ich glaube, das war von ihm, ist vielleicht auch irgendwo anders geklaut, ist auch okay. Der Spruch heißt, there's a crack in everything, that's where the light gets in. Und man muss manchmal, also ich habe ja schon gesagt, mein Ziel ist vor allem, die Wirklichkeit mit reinzuholen. Und dafür muss man manchmal die Öffentlichkeiten spalten, damit das Licht reinkommt. Und ich will ein Beispiel auch sagen, und damit spalte ich dann hier dieses Boot. Hoffentlich sinkt das dann nicht. Wir haben Himmel gerade. Das nicht. Zum Beispiel, ich lebe ja vegan und das äußere ich auch ab und zu. Und auf Twitter wird mir dann immer so kommen die dann immer so angesäuselt und sagen, ja, Gott, ist doch gut, jeder soll essen, was er will. Ne? Also das ist doch alles, die einen vegan, vegetarisch, alles mögliche omnivor. Und das ist natürlich, das dient vordergründig dem Zusammenhang, dem Zusammenhalt der Gesellschaft. Da sage ich dann aber, ja, es ist nicht dasselbe. Wenn man Fleisch isst, mit höchster Wahrscheinlichkeit quält man Tiere, zerstört den Regenwald, zerstört die Ostsee,
und zerstört unsere Seen und unsere Biotope. Und da kann ich nicht sagen, die einen machen das halt, die anderen machen es halt nicht und warum immer nicht, so, das ist nicht pluralistisch, sondern diese Zerstörung muss aufhören und jeder muss sich seinen Weg dazu suchen. Und wie viel Fleisch er oder sie dabei noch unterwegs essen kann, das muss jeder für sich entscheiden. Natürlich wäre es eine freie Gesellschaft, aber ich muss an der Stelle, kann ich nicht sozusagen in so ein Zusammenhaltsgesäusel einstimmen, sondern muss man schon die Fakten benennen. Ist aber auch eine Form von Zusammenhalt, finde ich, zu sagen, es soll nicht jeder machen, was wozu er lustig ist. Du hast, du wolltest es gerne, aber du hast leider hier nicht gespalten. Es tut mir sehr leid. Nicht so richtig gespalten. Ich wollte Sie nämlich eigentlich bitten, alle drei am Schluss jetzt, oder ich bitte Sie, irgendwie pointiert zu sagen, gesellschaftlicher Zusammenhalt und Medien ist, das ist ja die Eingangsfrage unserer Veranstaltung, ist für mich... Ich habe jetzt kurz überlegt, ob ich nicht das Zusammenhaltsgesäusel von Bernd Ulrich als Ende stehen lasse, aber nein, bei dieser Reihe geht es immer darum, dass wir uns eine Frage stellen und die ist hier, Zusammenhalt ist oder was hat er mit Medien zu tun, und deswegen müsst ihr jetzt einen Satz dazu sagen, was das für euch zum Abschluss ist, und das ist dann der Aufhänger, wo wir mit dem Publikum darüber diskutieren können. Also wer will anfangen? Wie war der Anfang vom Satz nochmal? Zusammenhalt und also gesellschaftlicher Zusammenhalt und Medien. Ist. Oder bedeuten für mich, oder es gibt keinen, oder der Medien verhindern den Zusammenhalt, oder die Zeit, Bernd Ulrich, fördert den Zusammenhalt durch Zusammenhaltsgesäuse. Also irgendwas muss gesellschaftlicher Zusammenhalt, Medien muss im Satz vorkommen. Freiwillige vor. Aber das boykottieren. Ich bin beim Elternsprechtag, alle gucken nach unten. Ich möchte nicht gewählt. Ich sehe schon, mein Veranstaltungsformat wird hier nicht richtig, weder von der Wissenschaft, sondern vom Journalismus. Okay, dann ein Abschlussstatement nach eurer Wahl. Zusammenhalt ist, wenn man trotzdem lacht, würde ich sagen. Ja, genau. Also wir müssen irgendwie zum Bier, insofern Abschlussrunde, lieber Jan. Genau, ja. Tatsächlich, also mit dem viel tatsächlich nichts schlau sein, um diesen Halbsatz zu vervollständigen. Ich finde es interessant, dass wir sehr lange, sehr gut, auch sehr, also ja, sehr gut über die Frage, was Journalismus in unserer Gesellschaft bedeutet, was die Medien mit unserer Gesellschaft machen, tatsächlich ohne den Begriff Zusammenhalt zu erwähnen. Der kam jetzt am Ende erst wieder. Das finde ich auch gut, weil ich glaube, ganz viele der Fragen, die wir jetzt am FGZ durch die Zusammenhaltsbrille betrachten, die muss man nicht zwingend so sehen, die kann man auch aus anderen Blickwinkeln sehen. Es geht letztlich ja darum, wie Medien, der Journalismus als Profession und Medien als Institution dafür sorgen, dass wir eben in einer demokratischen, in einer vielfältigen und in einer ja letztlich auch funktionierenden Gesellschaft leben, dass wir also in einer Gesellschaft leben, die es schafft, diese Herausforderung, da haben wir berechtigterweise sehr lange auch drüber gesprochen, zu bewältigen. Und das hat dann auch was mit Zusammenhalt zu tun, aber ich habe jetzt hier nochmal mitgenommen, auch durch die Diskussion, dass es manchmal vielleicht auch hilft, vom Zusammenhalt wegzugehen und nochmal zu gucken, wo sind echt andere Fragen, wo man vielleicht auch nochmal ein anderes Licht auf diese Themen werfen kann. Also insofern danke ich mal. Ich weiß nicht, ob das schon das Schlusswort ist oder ob die beiden auch noch was schon sagen sollen. Meins ist es gut. Dann also Dankeschön. Ja. Vielen Dank, Liebe. Lass dir den Vortritt. Ich glaube, ich habe gar nichts mehr zu sagen. Ach so, also, gut. Auch du. Ich glaube, also grundsätzlich finde ich gesellschaftlichen Zusammenhalt, was auch immer das bedeutet, und das heißt nicht immer, alle sind sich komplett einig oder sagen, um bei dem Beispiel, bei dem Ernährungsbeispiel zu bleiben, ach, jeder darf machen, was er will und wir haben uns alle lieb, so würde ich das nicht verstehen. Ich glaube aber, dass wir gesellschaftlichen Zusammenhalt brauchen. Ich hätte so gerne jetzt das wirkliche Zitat, der Schriftsteller Paul Ingdey hat das mir in einem Interview mal gesagt, ein schöner Roman, in dem seine Hauptfigur ein Versicherungsvertreter ist und der sehr, sehr charmant das Prinzip Versicherung in dem Roman gut vermittelt und der mir im Interview dann mal gesagt hat, wenn wir füreinander nicht einstehen wollen, dann sind wir verloren. Also so als Grundgedanke des, warum gibt es Versicherungen, wo dann der eine viel reingibt und nichts rauskriegt und der andere andersrum. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Grundgedanke und ich glaube einfach nur ganz pauschal, da können wir Medien uns nicht einfach raushalten. Und das ist das, was ich am Anfang sagte. Man kann ja einfach sagen, ich bin ja Journalistin geworden. Ich finde Brötchen backen auch toll, aber das ist was anderes. Da möchte ich auch ein möglichst gutes Produkt machen und es soll sich gut verkaufen, aber mit Informationen zu handeln, mit Worten zu handeln, ist schon nochmal eine ganz andere Nummer so. Vielen Dank. Gut, also ich antworte jetzt mal nicht als Journalist, sondern als Christ und ich versuche bei allem, was ich mache, und es kann auch mal eine Polemik sein,
aber immer in der Liebe zu bleiben. So, irgendwie, das ist so kitschig, wie ich sage. Aber das war wunderbar. Gut. Und mit Leonard Cohen fand ich auch großartig. Aber das ist nur meine persönliche Bemerkung. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Ihnen, Bernd Ulrich, bei Corinna Hennig, bei Jan-Hendrik Schmidt, bei den Hamburger Kolleginnen unseres Standorts, die heute Abend auch hier noch sind und mit Ihnen ins Gespräch kommen und morgen früh um 9 oder um 9.30 Uhr mit der Tagung weitermachen. Um 9. Und um 9, Entschuldigung. Also egal, was ST. Heute diskutiert wird und was für ein Bier getrunken wird, morgen 9 Uhr ST geht es an der Uni Hamburg weiter. Und ich bedanke mich sehr herzlich bei denjenigen, die hinter unserer Reihe stehen und die dafür sorgen werden, dass es hinterher auch noch einen sehr guten Podcast dazu geben wird. Heute hier sind Katja Marsch und Manuel Steinert vom Frankfurter Wissenstransfer-Team und auch Susanne De Wasch. Also vielen Dank hierhin. Und wir sind ein ortsverteiltes Institut. Gleichzeitig findet die Öffentlichkeitsarbeit in Leipzig statt. Sarah Lemp, die heute leider krank ist, wird das auch mit hinterher verarbeiten und hoffentlich auch noch ein paar andere Leute in unserer heutigen Diskussion teilnehmen lassen. Ich danke dem Podium. Ich danke Ihnen, dass Sie uns so geduldig zugehört haben. Und jetzt trinken Sie mit uns ein Bier und fragen Sie die drei. Herzlichen Dank, einen schönen Abend. Vielen, vielen Dank, dass Sie da waren. Applaus